Willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Einige von euch werden es vermutlich schon mitbekommen haben. Derzeit kursiert ja auf ganz TikTok und auf ganz YouTube und dem ganzen Internet eigentlich die neue Photoshop AI, also die neue künstliche Intelligenz von Photoshop, mit deren Hilfe man Bilder wie noch nie zuvor bearbeiten kann. Und ich dachte mir, ich zeige euch das heute einfach mal in einem Video. Und ich habe gestern Abend schon etwas rumgespielt und das Ganze ausprobiert und ich muss sagen, ich bin echt ziemlich verblüfft von den Funktionen, die diese AI mit sich bringt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal in Photoshop hinein. Hier sehen wir schon ein Bild von mir. War in meiner Schule, war Tag der offenen Tür oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so ein random Bild von mir. Und das Ganze ist jetzt hier die Photoshop Beta mit dieser AI, die hier aktiv ist. Und hier unten sieht man schon, man kann hier zum Beispiel das Motiv auswählen, den Hintergrund entfernen. Wie beispielsweise in Lightroom geht es ja auch schon mittlerweile mit dem Motiv auswählen. Wir können uns jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt mal hier das Lasso-Tool nehmen. Das können wir eigentlich mit jedem Tool machen, solange wir müssen einfach irgendwas markieren. Ich nehme jetzt mal hier das Lasso-Tool und ich ziehe einfach meine Line um meinen Kopf und ungefähr so. Und ich schreibe jetzt einfach rein, wir müssen hier auf generative Füllung klicken und dann beschreibe hier, was du generieren möchtest. Also wir müssen hier den Text eingeben, was wir hier haben wollen. Ich schreibe jetzt einfach mal Red Hat hinein. Und man muss das Ganze auf Englisch schreiben, das heißt auf Deutsch ist das Ganze nicht verfügbar noch. Das heißt, man muss alle Begriffe, die man hier in dieses Feld eingibt, muss man natürlich auf Englisch schreiben, damit das Programm diese erkennt. Okay, das sieht weird aus, aber man hat hier immer, also es werden immer automatisch drei Versionen erstellt, die alle gerade absolut scheiße geworden sind, muss ich sagen. Das ist eigentlich noch die beste. Wir können das Ganze nochmal versuchen. Also muss sagen, das Tool an sich ist echt nice, aber ab und zu ist es noch ziemlich wackelig unterwegs. Also es macht nicht immer den besten Job, wie man gerade gesehen hat. Ich nehme mal ein Red Hat. Okay, wir haben... Okay, das sieht schon wesentlich besser aus. Man sieht hier, einige Fehler sind hier noch drin, aber die könnte man auch im Nachhinein noch ausbessern. Aber an sich... Ich habe mir jetzt erstmal eine Riesenstirn verpasst, aber an sich sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Ich will mal kurz die anderen Versionen mir noch anschauen. Okay, hier habe ich ein paar Haare vorne. Also ich würde sagen, es sieht eigentlich ganz gut aus. Am witzigsten sieht natürlich eigentlich das hier aus. Wir können es theoretisch auch nochmal hier unten mal probieren, inwiefern das geht. Einmal hier eine kleine Linie zeichnen und mir hier einfach mal auch einen roten Schal verpassen. Okay, in dem Fall sieht man hier, der hat nicht so einen krank guten Job gemacht. Das ist auch ein schweres Bild, muss man sagen. Das geht eigentlich. Hier sieht man noch etwas, ja, es ist etwas wackelig noch unterwegs, aber im Großen und Ganzen, wenn man das Bild jetzt von der Ferne betrachtet, sieht es eigentlich schon sehr gut aus. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Bild. Das ist hier ein Landschaftsbild. Was Photoshop, also was diese AI auch noch kann, ist zum Beispiel Bilder erweitern. Das heißt, wir drücken jetzt hier zum Beispiel auf dieses Tool und erweitern einfach mal die Seiten des Bildes. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei weiße Seiten links und rechts und jetzt werden wir die einfach markieren. Nun klicken wir hier auf generative Füllung und indem wir nichts eingeben und generieren klicken, generiert hier Photoshop einfach eine contentbasierte Füllung. Das heißt, Photoshop analysiert das Bild und es wird anhand der vorhandenen Bildinformationen, also anhand des Bilds hier, wird dann einfach, werden dann einfach die leeren Stellen noch gefüllt. Ja, das sieht eigentlich sehr gut aus. Hier hinten, ja, man sieht vor allem auch die Qualität, man sieht hier deutlich, also wenn man ranzoomt, dann sieht man hier deutlich, wo hier mit AI gearbeitet wurde. Denn hier ist das originale Bild, man sieht hier sehr viele Details und dann hier das, was mit AI noch produziert wurde und dann sieht man hier, es ist... Von der Qualität her nicht wirklich erstrebenswert, dennoch sieht es eigentlich so im Großen und Ganzen gut aus, ja? Wenn man mal das Ganze rauszoomt, also es macht trotzdem einen guten Job. Ich habe hier das Bild, das ist jetzt nicht mit AI gemacht, das ist ein komplett, also so ist es fotografiert, das habe ich jetzt nicht erweitert. Und hier könnten wir beispielsweise einfach mal hier einen kleinen Teich hinzufügen. Wir markieren einfach hier die Stelle, an dem wir den Teich wollen, geben hier einfach mal Pond ein und mal schauen, was Photoshop hier macht. Okay, und nun haben wir hier einen kleinen Teich hinzugefügt. Es gibt hier wieder drei Versionen. Wir gucken mal, welche hier am besten ist. Was sieht eigentlich alles ganz? Das sieht auch eigentlich ganz gut aus. Aber man sieht hier, hier hat Photoshop einen sehr guten Job gemacht, muss ich sagen. Ich würde eher zu dem hier tendieren. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Also solange man nicht wirklich komplett nah ranzoomt, weil wie gesagt, man sieht hier, die Qualität lässt immer sehr zu wünschen übrig bei den AI-produzierten Sachen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich das Bild hier betrachtet, sieht eigentlich wirklich sehr, sehr gut aus. Wir könnten hier zum Beispiel jetzt auch noch, das habe ich auch gestern gemacht, wir könnten hier einfach mal so einen kleinen Steg hinzufügen. Mal einfach mal einen Wooden Path. Und schon haben wir hier einen kleinen Steg. Okay, die Perspektive ist etwas ungünstig. Ja, oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und hier haben wir jetzt einfach einen Steg. Und wenn man das Bild jetzt im Allgemeinen betrachtet, also im Großen und Ganzen hier, dann sieht man,
wirklich kaum, dass es mit AI gemacht wurde. Und jetzt zeige ich euch noch was Krankes. Man kann beispielsweise hier komplette Landmassen erschaffen. Das heißt, man kann hier die komplette Area hier markieren und hier einfach eine komplett neue Landmasse erschaffen. Wir gehen jetzt einfach mal ein Giant Mountain und wir gucken, was Photoshop hier produziert. Okay, das ist krank. Hier hat er eigentlich einen relativ guten Job gemacht, aber wir gucken noch die anderen Versionen. Das sieht auch gut aus. Also man sieht hier den Unterschied von dem hier zu dem hier. Es ist schon krank, muss man sagen. Gestern hat er hier in dem Fall einen besseren Job gemacht. Ich würde tatsächlich zum dritten tendieren, weil das sieht in dem Fall einfach am besten aus. Was wir jetzt noch machen können, wir können hier zum Beispiel auch eine Markierung setzen und hier dann beispielsweise einfach Wooden Lodge, also so eine kleine Holzhütte, eine kleine Blockhütte. Mal gucken, was er hier macht. Und das sieht tatsächlich wirklich erstaunlich gut aus. Bin ich ehrlich, also das sieht wirklich erstaunlich gut aus. Es passt zwar mit dem Fokus nicht ganz zusammen, wobei... Ah doch, es geht eigentlich. Also es ist nur hier deswegen wegen den Landmassen. Also hier sieht man wieder die Qualität. Wobei man sagen muss, dass die Hütte hier eigentlich sehr gut aussieht. Jetzt haben wir hier ein komplett neues Bild erstellt. Ich zeige nochmal vorher. So sah das Bild, also das ist das Originalbild. Und nachher, wir fügen einfach die ganzen Sachen hier ein. Wir haben hier ein Teilchen hinzugefügt, einen Steg, eine Blockhütte und hier die Landmassen im Hintergrund. Wir könnten theoretisch auch hier auf dieser Seite eine Landmasse hinzufügen. Und tatsächlich macht er das mit den Bäumen hier sehr gut eigentlich, was ich gestern gesehen habe. Das heißt, wir markieren hier einfach wieder die Stelle. Und Bäume sind in dem Fall auch kein Problem. Er schafft es eigentlich sehr gut, das Ganze zu handeln. Wir geben wieder hier Mountain ein. Mal gucken, was er hier macht. Und schon haben wir ein komplett neues Bild erstellt. Man sieht hier mit den Bäumen ist eigentlich kein Problem. Er macht es wirklich eigentlich super. Man sieht hier natürlich ein paar kleine Fehler sind noch dabei. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich das Bild jetzt von der Ferne hier ansieht, es sieht wirklich eigentlich sehr gut aus. Hier ist das Vorher und Nachher auf der rechten Seite, das Vorher und Nachher auf der linken Seite. Also sieht schon wirklich sehr gut aus. Und vor allem der Teich und die Hütte und der Steg, also vor allem hier im Vordergrund, das hier ist wirklich sehr gut gelungen, muss ich sagen. Also es ist wirklich, man muss sagen, es ist wirklich ein richtig mächtiges Tool, wie man sieht, was man hier alles machen kann. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist eigentlich nichts, was neu in Photoshop ist. Also im Prinzip ist es nicht etwas, was erst seit kurzem funktioniert, sondern das konnte man auch schon einige Jahre zuvor machen. Jedoch geht hier alles automatisch. Also die AI macht hier alles für einen selbst. Ich habe das gerade in 5 Minuten erstellt, dieses Bild. Damals hat man dafür halt stundenlang gebraucht und man brauchte auch natürlich einige Photoshop-Skills. Man musste einige Photoshop-Skills mit sich bringen, man musste sich auskennen, man musste das clean machen. In dem Fall markiert man einfach die Sachen, klickt auf Füllung, gibt ein, was man haben will und Photoshop macht alles von alleine. Das ist ja auch ein schönes Bild von letztem Jahr August, glaube ich, oder Juli, war auf jeden Fall im Urlaub in Rovin. Und wir können hier jetzt auch mal eine kleine Fläche im Meer markieren und ich gebe jetzt hier einfach mal Delfin ein. Und mal gucken, was er hier generiert. Das sieht okay aus eigentlich. Sieht eigentlich wirklich okay aus. Das sieht eher weniger aus wie ein Delfin, weil, boah, ich weiß nicht, ein Delfin, es sieht eher aus wie ein Wal oder so, oder wie ein Orca, keine Ahnung. Also ein Delfin ist nicht so lange nach vorne raus, aber es ist okay. Was wir hier, abgesehen vom Delfin, auch noch machen könnten, ist vielleicht, ich probiere mal hier vorne einen großen Bereich zu markieren. Und ich gebe jetzt hier einfach mal Beach with Sand ein. Okay, wir haben hier jetzt einen Strand. Es ist eigentlich okay. Das Einzige, was hier der Übergang von dieser Reflexion hier im Vordergrund zu dem Meer hinten, sieht nicht so clean aus. Es geht eigentlich, weil wir können mal probieren, das Ganze etwas kleiner zu machen. Also den Bereich, den ich markiert habe, etwas kleiner zu machen. Wir geben wieder ein Beach with Sand, also Sandstrand. Und wie gesagt, es funktioniert noch nicht immer einwandfrei. Photoshop macht hier noch einige Fehler, aber er macht auch einige Sachen sehr gut, wie zum Beispiel im vorherigen Bild der Teich, der ist super gut gelungen. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt auch einen Strand im Vordergrund. Das sieht jetzt wesentlich besser aus als das vorherige Bild oder die vorherige, das vorherige Kunstwerk. Das sieht viel, viel realistischer aus. Also das ist wirklich sehr gut. Man sieht hier, was Photoshop für eine Arbeit geleistet hat. Auch der Übergang von dem AI-Wasser zu dem echten Wasser des Bildes wirklich sehr clean, muss ich sagen. Sieht wirklich gut aus. Und wir können hier trotzdem zusätzlich noch einen Delfin hinzufügen. Ganz hier hinten im Hintergrund vielleicht. Ja, das sieht schon viel, viel mehr nach einem Delfin aus. Das sieht wirklich gut aus. Ja, und jetzt haben wir einfach ein komplett neues Bild erstellt. Und wirklich, also es sieht auf den ersten Blick nicht so aus, als wäre das mit AI gemacht. Und das Ganze hat mich jetzt ungefähr 2 Minuten gekostet. Also es ist wirklich keine Arbeit. Warte, ich probiere jetzt mal. Ich habe jetzt eine gute Idee. Ich probiere jetzt mal. Was passiert, wenn ich hier jetzt Moon eingebe? Wie gut schafft er es, den Mond hier hin zu platzieren? Oh, wow, er macht sogar in der entsprechenden Farbe. Das sieht wild aus. Okay, das sieht scheiße aus. Das sieht eigentlich am besten aus. Und theoretisch, wenn man da jetzt noch händisch nacharbeitet und die ganze, zum Beispiel hier die Deckkraft etwas runtergibt, das Ganze ein bisschen besser blendet, da
Da sieht es schon ganz gut aus. Ich meine, offensichtlich sieht man, dass das Fake ist, weil es kann nicht sein, dass hier die Sonne ist und hier der Mond ist. Das ist einfach fucking unrealistisch. Aber es sieht trotzdem eigentlich relativ gut aus. Hier haben wir noch ein Bild. Das ist auch von letztem Jahr. Rubinurlaub. Das ist hier am offenen Meer ein Leuchtturm. Und hier können wir jetzt auch mal probieren, nochmal die Seiten hier zu verlängern. Auf beiden Seiten. Wir könnten vielleicht das Bild nach unten hin auch etwas verlängern. Und jetzt markieren wir wieder die weißen Flächen und wieder klicken wir auf generative Füllung und generieren, ohne einen Text einzugeben, damit Photoshop einfach das Content-Aware-Fill macht. Aber fairerweise muss man auch sagen, dass es in dem Bild nicht zu schwer ist, da hier eigentlich nicht so viel zu sehen ist, außer in der Mitte der Leuchtturm. Das heißt, normalerweise sollte jetzt rundum eigentlich alles clean machen. Ja, perfekt. Das Bild, also das sieht mega aus. Da könntest du niemals sagen, was hier mit AI, okay, abgesehen von der Qualität, die hier wieder, also man sieht hier offensichtlich die klare Abgrenzungslinien, ja, zwischen AI und dem Originalbild, aber wenn man das Bild rauszoomt, dann sieht es wirklich hammermäßig aus. Also man könnte hier niemals sagen, dass das mit AI gemacht wurde. Man könnte sich wirklich denken, das ist ein komplett original, echtes Bild, das so aus der Kamera kam. Ich kann es dir nochmal zeigen, das Originalbild und die Erweiterung mit AI. Also es sieht wirklich hammermäßig aus. Also man kann hier, wie man sieht, einige coole Sachen machen. Man sieht hier, ab und zu ist AI noch nicht so krass gut. Was wir theoretisch noch hier probieren könnten, ist mir hier ein Tattoo auf meiner Glatze hier oben zu verfassen. Warte mal. Mach das mal hier mit dem Lasso-Tool. Und jetzt hier mal einen großen Bereich markieren. Und ich gebe jetzt einfach ein Prisoner-Tattoo. Mal gucken, was er jetzt hier produziert. Okay, das sieht nicht so gut aus. Okay, das geht. Bei den Tattoos muss man halt immer aufpassen. Es macht halt immer so, also die Deckkraft von dem ist halt immer sehr hoch. Also wir könnten theoretisch das etwas runterdrehen von der Deckkraft und dann sieht es etwas realistischer aus. Aber in dem Fall hat er keinen wirklich guten Job geleistet, muss ich sagen. Er sieht jetzt nicht so krank aus. Wir können das Ganze nochmal hier am Hals probieren. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das könnte eigentlich ein echtes Tattoo an meinem Hals sein. Was die AI auch noch sehr gut macht, das habe ich gestern in einem Bild herausgefunden, dass auch Tattoos zum Beispiel, das heißt die Sachen, die du änderst, auch trotzdem noch Reflexion haben. Ich habe zum Beispiel ein Bild von meiner Oma gestern noch bearbeitet etwas. Da war hier oben eine Reflexion der Sonne, also so ein heller weißer Punkt. Und dieser wurde auch mit dem Tattoo auf der Stirn berücksichtigt. Das heißt, das Tattoo, also das, was AI gemacht hat, hat trotzdem noch die Reflexion in sich gehabt. Also das ist wirklich sehr gut gemacht. Und das Tattoo sieht einfach absolut scheiße aus. Aber das ist eigentlich relativ gut gemacht. Also man sieht, was man hier mit dieser AI machen kann, es ist wirklich ein krankes Tool und das in wenigen Sekunden. Man wählt einfach das aus, was man will, man schreibt rein, was man will und es kommt das raus, was man will, meistens. So, und nun mein persönliches Fazit zu dem Ganzen. Keine Frage, Photoshop AI ist wirklich richtig, richtig krank. Also, die AI macht wirklich einen sehr guten Job, größtenteils. Ab und zu verkackt sie auch, aber das ist klar, das ist die Beta, es ist nicht alles perfekt und einwandfrei. Jedoch muss man sagen, es ist wirklich ein sehr starkes Tool. Man kann hier sehr kranken Scheiß damit machen. Und ich kann persönlich nicht wirklich sagen, was ich davon halten soll, ob ich jetzt positiv oder negativ gestimmt bin. Es ist zwar, es macht Spaß, mit dem Tool herumzuspielen. Es macht Spaß zu sehen, was Photoshop alles kann und wie gut es funktioniert. Jedoch muss man sich halt fragen, welche Auswirkungen das auf das echte Leben hat. Wie zum Beispiel Fotografen oder Grafikdesigner und so weiter. Also alle Berufe in diesem Metier. Die könnten gefährdet sein, weil wofür sollte ich mir noch einen Fotografen engagieren? Wofür sollte ich mir noch einen Grafikdesigner engagieren, wenn ich alles in Photoshop selbst machen kann? Und das in wenigen Minuten. Das ist das, was ich hier produziert habe, ist mit keiner Arbeit verbunden. Das ist wirklich, das geht in 2 Minuten, habe ich hier ein komplett anderes Bild erstellt. Ich habe hier eine komplett neue Landschaft erstellt, die es so gar nicht gibt. Und es ist einfach krank, muss ich sagen. Also Photoshop hat da wirklich kranke Arbeit geleistet. Jedoch, wie gesagt, von den moralischen und ethischen Aspekten her ist es etwas umstritten, da man da wirklich sehr viel Scheiß damit anstellen kann. Abgesehen davon, dass einige Berufe da wirklich, ich würde jetzt nicht sagen verloren gehen, das ist etwas drastisch ausgedrückt. Man kann einfach mittlerweile immer weniger glauben, was im Internet echt ist und was nicht. Das war sowieso immer schon ein Problem im Internet. Du weißt nie, was echt ist, du weißt nie, was echt oder fake ist. Aber jetzt gerade mit diesem Tool ist die Gefahr umso größer, an ein Fake-Bild zu stoßen, denn du weißt wirklich mittlerweile nicht mehr, was du glauben kannst und was du nicht glauben kannst. Was echt ist, was nicht echt ist. Und man sieht es ja hier, man kann ein komplett neues Bild erstellen und das wirklich relativ gut auch. Und am ersten Blick ist es wirklich schwer zu erkennen, ob es echt ist oder nicht. Aber ich würde euch trotzdem empfehlen, die AI mal auszuprobieren. Mein Licht ging aus, natürlich. Ich würde euch trotzdem mal empfehlen, die AI auszuprobieren. Macht echt Spaß, damit herumzuspielen und mal zu testen, was die alles so kann. Und ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abonnement da, würde mich sehr, sehr freuen. Und schreibt in die Kommentare, was ihr von der neuen Photoshop AI haltet. Und checkt noch gerne meine anderen Social Media Kanäle aus. Gerne in die Videobeschreibung gucken, da sind alle Links aufgelistet. Instagram, Twitch und Twitter und so weiter. Gerne abchecken, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.